Hallo, wir sind heute hier auf der Hanfparade, um für die Legalisierung zu demonstrieren. Und wir stellen uns die Frage, ist das die letzte Hanfparade in der Illegalität? Und diese Frage werden wir jetzt auch einigen Teilnehmern stellen. Los geht's! Hi Philipp, glaubst du, das ist hier heute die letzte Hanfparade in der Illegalität? Also ich bin Freund vom Optimismus. Ich gehe schon mal davon aus, dass wir nächstes Jahr weiterkommen. Was denkst du dazu? Ja, ich glaube, Jans ist überstanden haben wir, glaube ich, noch nicht, wa? Ich hoffe es, ganz stark. Nein, legal wird es ja erst leider in 10 Jahren. Und das ist ja die größte Enttäuschung, die wir eigentlich leider dieses Jahr zu verkraften haben. Ich will es hoffen. Es ist Zeit für Legalisierung. Es ist die einzige rationale Entscheidung, jetzt Cannabis schnellstmöglich zu entkriminalisieren. Glaubst du, das ist heute die letzte Hanfparade in der Illegalität? Nein, da gibt's noch mehr. Ich hoffe es. Ich glaube, das war die letzte Hanfparade in der Illegalität, aber ich hoffe es auch auf jeden Fall. Ich will nicht, dass es so weitergeht. Ich hoffe schon. Okay, besser. Aber ich befürchte nicht. Ich denke, es wird noch viele Hanfparaden geben, auch in der Legalität, weil es noch viel Nachbesserungsbedarf geben wird. Ja, ich hoffe es mal schwer, ne? Auf jeden Fall. Also, es sieht da ganz schön gut aus bis nächstes Jahr. Ich hoffe, ich bete, ich weiß es. Nein. Leider noch nicht. Ich glaube, das dauert alles noch länger, als wir hoffen. Ich habe nämlich selber genau die gleiche Frage heute unseren Fans gestellt. 68% schätzen, es ist die letzte Hanfparade. 32% sagen, es müsse noch weitere geben, bevor wir unser Ziel der Entkriminalisierung erreichen. Ist das die letzte Hanfparade in der Illegalität? Ich hoffe es, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht wirklich dran. Also die Regierung arbeitet mir ein bisschen zu langsam. Naja, also legalisiert wird bis nächstes Jahr nicht, entkriminalisiert vielleicht. Ja, ich hoffe es. Ich glaube eher weniger. Glaubst du, das ist die letzte Hanfparade in der Illegalität? Oh Mann, das ist echt eine gemeine Frage. Nein, wahrscheinlich nicht, weil die brauchen einfach definitiv zu lange für alles. Die Frage. Also ich glaube, wir können uns aus guten Gründen zuversichtlich stimmen, dass dieses Gesetzesvorhaben sehr gute Chancen hat, durchzukommen. Man sollte nicht unterschätzen, wie bösartig die CSU ist. Man darf sie aber auch nicht überschätzen, weil das hätten sie gerne und sie sind einfach auch nur die CSU. Wir haben zumindest gute Chancen, dass man beim nächsten Mal ein paar Gramm legal in der Tasche haben kann. Ja, ich hoffe, nächstes Jahr ist es legal. Und wir müssen uns nicht mehr verstecken, wer wir sind. Glaubst du, das ist die letzte Hanfparade in der Illegalität? Auf jeden Fall, die Zeichen stehen gut. Gesetz wird vorgelegt und ich bin erstmal guter Dinge. Zwar ist nicht das, was ich erwartet habe, aber wir haben Fuß in der Tür. Mit Sicherheit, ich hoffe. Ich denke, 1-2 Jahre brauchen wir, außer alle Leute stehen jetzt auf vom Sofa und hören auf zu warten und zu sagen, es ist jetzt bald soweit. Na, wir hoffen es natürlich alle, das ist ganz klar, die Hoffnung ist da, aber so 100% sicher bin ich mir da auch noch nicht. Glaubst du, das ist die letzte Hanfparade in der Illegalität? Ich hoffe es zumindest. Glauben darf man ja nichts mehr, das hat die Vergangenheit uns gezeigt so, aber die Hoffnung ist groß. Es ist die letzte Hanfparade vor der Entkriminalisierung. Von einer vollständigen Legalität ist ja noch gar nicht die Rede, deswegen nein. Wir werden uns nächstes Jahr hier treffen und alle weiterhin für eine schnellstmögliche Legalisierung kämpfen. Am 10. August 2024 ist die nächste Hanfparade. Warum? Weil aktuell sind ja noch nicht mal die Bestrebungen
ausreichend für eine Legalisierung. Es ist ja wirklich nur eine Entkriminalisierung de jure geplant mit Modellprojekten. Das ist nicht genug. Also wir müssen weiter für die Legalisierung kämpfen. Und ich glaube auch, dass die nächste nicht die letzte sein wird. Leider, auch wenn ich trotzdem an Fortschritte glaube. Gemischte Meinung hier auf der Hanfparade, ob es jetzt nächstes Jahr legal, illegal oder entkriminalisiert ist. Klar ist, es wird auch nächstes Jahr wieder eine Hanfparade geben und wir werden uns auch dann wieder hier sehen. Bis dahin.